Hallo zusammen, Silke Schlichtmann ist mein Name. Ich bin Autorin hier in München und ich freue mich riesig, dass jetzt im Sommer mein neuer Kinderroman im Carl-Hansa Verlag erscheint und der heißt Reißaus mit Krambrötchen. Illustriert wird er von Jens Rasmus. Ein erstes Bild kann ich euch auch schon mal zeigen. Da seht ihr die Ich-Erzählerin Jonte zusammen mit ihrem besten Freund Chippo auf dem Weg zum Lühranleger an der Elbe. Worum geht's im Reißaus mit Krambrötchen? Das ist eine Großvater-Enkelin-Geschichte und es geht um Opa Peters Handy im Kühlschrank, um seinen Striptease im Garten. Es geht um eine tolle Kuchenbäckerin, die man vielleicht heiraten könnte. Es geht um verbrannte Brötchen im Ofen. Es geht um 23 Gläser Senf, die Jonte und Chippo in der Vorratskammer von Opa Peter entdecken. Und da kommt Jonte auch ein bisschen ins Nachdenken, was das Ganze zu bedeuten hat. Dann gibt es noch einen fürchterlichen Sturz von Opa Peter in der Werkstatt mit anschließendem Krankenhausaufenthalt. Es ist letztlich eine Geschichte über drohende Demenz und wie damit umzugehen ist. Was Opa Peter selbst dazu denkt, wird erst allmählich klar. Jontes Mama Gitte hat ganz schnell eine klare Meinung dazu. Sie ist überzeugt, dass es jetzt an der Zeit ist, dass Opa Peter ins Altersheim umziehen muss. Als Jonte davon erfährt, ist sie total entsetzt, alarmiert sofort ihren besten Freund Chippo und holt auch noch ihre älteren Geschwister Henrik und Ditte mit ins Boot. Und gemeinsam entwerfen sie einen ausgefeilten Opa Peter Rettungsplan mit Demenz-Checkliste, mit super alternativen Wohnideen. Aber Mama Gitte bleibt stur, sodass Jonte schließlich nur noch einen Ausweg sieht: Reißaus mit Opa. Es ist eine Geschichte natürlich auch über Krambrötchen. Die sind im Übrigen viel einfacher gemacht als gedacht. Ihr braucht einfach ein krosses Brötchen, ein schönes Salatblatt. Dann türmt ihr, vielleicht doch besser so, auf das Salatblatt ordentlich Krabben. Am besten vorher gepult. Und obendrauf kommt noch eine schöne Soße, die man relativ flott selbst machen kann. Das Rezept fände sich auch im Buch. Dann oben die andere Brötchenhälfte drauf und es ist fertig. Wie die ganze Geschichte ausgeht, wie alles zusammenhängt, was ich euch gesagt habe, verrate ich nicht, weil ihr ja vielleicht Lust habt, das Buch zu lesen, wenn es denn erscheint. Ich würde mich riesig freuen. Sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken, Zuhören und für die Unterstützung. Tschüss!